In unserer letzten Baufolge hatten wir ja die Messerschmitt gebaut. Heute geht's ran, dass wir denen einen Gegner verpassen. Und zwar bauen wir etwas Amerikanisches, einen amerikanischen Jäger. Und damit der natürlich auch seine Gegner trifft, müssen wir ihn erstmal bauen. Von daher würde ich sagen, Block in die Hand, auf geht's. Für unseren Jäger holen wir uns einfach mal ein bisschen hellblauen Beton raus. Ein Schmelzofen ist dabei. Dann holen wir uns noch polierte Duritstufen, dann nochmal davon die Quarzstufen. Dann holen wir uns noch ein paar Würstufen raus, davon nochmal die Treppen und Falten begleiten uns. Dann holen wir uns auch noch ein bisschen Glas raus. Ich empfehle euch jetzt einfach mal schwarze Glasblöcke. Und dann holen wir uns auch noch eine Eisenfalte raus. Wir beginnen dann erstmal uns eine Länge von unserem blauen Beton von 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück einmal hinzusetzen. Ganz vorne könnt ihr schon einmal einen Schmelzofen platzieren. Dann geht es hier hinten weiter. Hier setzen wir jetzt einmal unsere Duritstufen zu einem Block zusammen. Gleich nochmal mit dem Quarz und wieder einmal hier unser Durit. So. Gleich da vorne drauf setzen wir zweimal blauen Beton, dahinter auch nochmal zweimal blauen Beton. Darauf könnt ihr jetzt dreimal einfach mal unseren Beton setzen. Dann einfach nochmal einen hier hinten drauf und nochmal einen so schräg davon mal hin. Darunter könnt ihr hier nochmal einmal so einen Quarzblock setzen. Weiter geht es jetzt mit unserem Holz. Wir fangen mit der Treppe an. Die setzen wir hier einmal hier unter und dann auch einmal unter unseren Duritblock. Dazwischen könnt ihr nicht nur Stufen platzieren, sondern gleich hier einfach mal 5 Blöcke. Dahinter setzen wir nochmal 3 weitere Stufen. Dann setzen wir eine Stufe hier einmal ran, gehen nochmal zu unseren Treppen, können die jetzt einmal hier verteilen, einmal hier auf der Rückseite, einmal noch hier runter. Dann nehmt ihr nochmal die Stufe, setzt die einmal hier hinten an der Treppe an, 2 nochmal hier vor der Treppe und eine nochmal hier schräg zur Seite weg. Andere Seite auch, 2 nochmal hier und nochmal eine zur Seite weg. Weil wir schon mal hinten sind, können wir hier auch gleich mal noch zweimal Eisenfalltüren platzieren. Nun bauen wir das Cockpit. Da nehmt ihr jetzt eure Glasblöcke, setzt ihr einfach mal 2 rauf, wechselt nochmal zu den Stufen. Wir wollen das nochmal ein bisschen befestigen und setzen davon nochmal 3 weitere Stufen davon rauf. Dann kommen wir mal zu unseren Falltüren. Die platzieren wir jetzt an unserem Motor vorne. Ich glaube, hier wäre es erstmal hilfreich, wenn wir nochmal unseren Schmelzofen durch einen Block austauschen, weil sonst müssen wir jetzt hier in der Luft sneaken. Das ist ein bisschen umständlich. Und bringen jetzt da einfach mal unsere Falltüren einfach mal an den Seiten an. Dann können wir wieder hier einmal den Schmelzofen platzieren. Ich glaube, das ist einfacher. Wir bleiben dann immer noch bei unseren Holzfalltüren und zwar eine setzen wir uns hier gleich unter dem ersten Block und dann lassen wir einfach mal 2 Blöcke Platz und setzen hier eine einmal auf der Blockhöhe und einmal auf unserer Betonhöhe. Auf der anderen Seite genau das Gleichspiel. So, gleich hier hinter einmal der Treppe nur eine und hier hinten, oder wir würden nur sagen, dass der einfach 2 Blöcke Platz und setzt hier nochmal so 2 Falltüren hin. Dazwischen setzen wir jetzt 2 Treppen. Eine, die sag ich mal einfach so rangesetzt ist und die andere dahinter ecken wir einfach mal an. Auf der anderen Seite auch. Eine normal und die dahinter einfach angeeckt. Nun wollen wir anfangen mit den Tragflächen. Nehmt wieder eure Holzfallstufen. 2 platzieren wir unter der Treppe. Dann machen wir hier einfach mal 4 davor hin. Jetzt gehen wir einfach mal eine Stufe hier weiter runter. Setzen aber diesmal nur 3 weitere hin. So, und das wird jetzt, sage ich mal, das Maß werden von unserer Tragfläche. Dann gehen wir wieder einmal hoch. Setzen jetzt zweimal hier so eine Dreierstrebe hin. Und gehen noch einmal hoch und machen nochmal wieder das gleiche Spiel. Sobald wir das erledigt haben, wollen wir das nochmal auf der anderen Seite machen. Auch hier setzen wir erst Stufen unter unserer Treppe. Davor dann hier einfach so eine Viererreihe. Und von vorne aus gesehen, ne, gehen wir jetzt hier zack, einmal tiefer und setzen hier einfach 3 weitere Stufen hin. Und dann gehen wir wieder einmal nach oben und setzen hier 2 Reihen von unseren Dreier hin. Und das Spiel wiederholen wir dann natürlich noch ein zweites Mal. Sobald wir das denn erledigt haben, wollen wir natürlich auch hier wieder diesen amerikanischen Stern einmal darstellen. Da packen wir jetzt einfach mal hier eine Quarzstufe hin und an den Seiten zweimal Dorit. Auf der anderen Seite genau das gleiche Spiel, schlagen wir hier die mal ein bisschen weg. Seite Dorit. Und in der Mitte die Quarzstufe. Bevor ich das vergesse, nehmt nochmal eure Würfeltür und die könnt ihr nochmal hinten einmal draufsetzen auf dieser abstehenden Stufe. Jetzt kommen wir nur noch zum Feinschliff von unserem Flieger. Schnappt euch mal ein bisschen blauen Teppich raus. Damit wollen wir jetzt die Tragfläche natürlich noch ein bisschen anmalen. Geht nicht überall, denn manche Stufen sind ja, sag ich mal, so platziert, dass wir da nichts mehr rauf machen können. Also macht es einfach nur auf dem Bereich, den wir, sag ich mal, damit noch versehen können. Außer natürlich unseren Stern, den lassen wir natürlich frei. Hinten auf der Tragfläche können wir gerne auch nochmal welche setzen. Da würde ich jetzt aber nicht zu doll übertreiben. Macht da einfach nur so eine Ecke rein.
Auf der anderen Seite natürlich das gleiche Spiel. Nun wollen wir mal ein bisschen das Fahrwerk bauen von unserem Flieger. Wir nehmen jetzt einfach mal beispielsweise ein paar Schwarzeichenfalltüren. Das sollen einfach die Klappen darstellen, wo ja, sag ich mal, denn das Fahrwerk ausgefahren wird oder eingefahren wird. Am Boden könnt ihr das dann einfach austauschen, indem ihr denn sonst einfach hier einen Schleifstein euch platziert, statt natürlich den Falltüren. Ne, dann müsst ihr gucken, wie ihr das macht. Wenn ihr es euch auf dem Boden platziert, nehmt einen Schleifstein und in der Luft nehmen wir einfach so eine Falltür. Ihr könnt es auch gerne so machen, dass sie nach außen aufgehen, dann wäre das ein bisschen realistischer. Und auf der Rückseite setzen wir einfach, würde ich mal sagen, hier unter unseren Beton nochmal einfach hier unseren Schleifstein. Wir haben auch noch einen Hebel dabei. Den nehmen wir natürlich hier vorne einmal für unseren Motorblock. Den platzieren wir hier einmal vorne dran. Wir statten unseren Flieger natürlich auch noch mit Geschützen aus. Nimmt da am besten Zauntor. Was haben wir hier jetzt? Tropenzauntor. Ich finde das ganz passend zu der Farbe. Das passt da super rein. Sobald wir die Geschütze dran haben, machen wir natürlich noch ein paar Griffe ran, dass man auch das Cockpit hier aufbekommt. Da nehme ich jetzt einfach mal schwarze Knöpfe. Finde ich ganz passend dafür. Und da wollen wir natürlich unserem Flieger noch einen Propeller verpassen. Ja, jetzt ist das hier wieder eine Sache in der Luft. Warte mal, wir müssen hier ein bisschen tricksen. Ich nehme hier kurz nochmal meinen blauen Zement. Zack. Und setze hier mir meinen Propeller mal ran. Um den sich dann so darzustellen, nehmen wir einfach ein paar Glasscheiben. Meine Empfehlung wie eine Glasscheiben. Halt das gleiche Glas, was du schon fürs Cockpit genommen hast. So, dann tausche ich hier nochmal meinen Motorblock aus. So, und dann kann der Flieger jetzt auch losfliegen. Somit haben wir jetzt unseren amerikanischen Jäger fertig. Jetzt fliegt er bei mir in der Welt rum. Ich habe noch ein paar weitere natürlich dazu gebaut, damit ich hier eine kleine Staffel habe. Und wenn du weitere solcher tollen Videos sehen willst, schau mal bei uns in der Infobox nach. Oder auch am Ende des Videos gibt es nochmal eine Playlist zu ein paar Fahrzeugen. Damit kannst du dir deine Minecraft-Welt super dekorieren. Andernfalls bedanke ich mich wie immer fürs Zusehen. Wünsche dir noch einen schönen Tag. Bleib gesund und dann haut's rein. Und tschüss.